Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Starforge. Schutz. Fallschirmer wird angegriffen. Und Minjas. Das Ding drückt mich in den Boden. Mist. Oh, was ist hier los, Mann? Du sagst alles ist ruhig und ja. Random du bist Spawn. Tot? Ja, ja, ja. Ach okay. So, das Ding bewegt sich nicht, weil es dich gegessen hat. Ja, ja. Boah, wie du hier umher schubst. Also, folgendermaßen, in der letzten Folge haben wir noch an diesem roten Punkt, der da hinten ist, gestanden. Da ist wieder so ein Vieh. Und wir dachten, es ist noch nicht. Wir rennen zurück zu unserer Basis, um. Übrigens, der Loot, die Drohne liegt nicht, die blaue. Weißt du, was ich meine? Nee. Liegt nicht. Hast du eine Drohne? Einstecken? Ach so, kann das sein? Nee. Ach doch, habe ich. Ja, warte. Leg mal bitte, weil ich habe keine Orientierung. Also, ihr habt ja diese Drohne hier auf der Tier, diese, warum macht er das nicht auf der 3? Diesen komischen Gedöns, der macht nochmal einen Strahl. Hast du schon gelegt? Jetzt. Da. Ding. Da ist er. Fleischhammer gibt Zeichen. Ja, wir wollten auf jeden Fall von diesem Ding hier zur Basis rennen. Das ist auch gar nicht so weit entfernt. Und ihr glaubt, hier sind viele Viecher. Ihr glaubt gar nicht, wie oft wir schon gestorben sind. Also mit diesem komischen Presslufthammerbohrer ist es sehr schwierig zu überleben aber gegen die Viecher. Noch nett gemeint, ja. Und hier liegt irgendwo im Gras, das sieht man nämlich kaum. Also das Spiel hat mehr von Survival als jedes andere Spiel, was wir bis jetzt gespielt haben. Wir stellen uns mit Sicherheit auch ein bisschen blöd an. Hier liegen irgendwo kleine Container, wo der ganze Loot drin ist, den wir so gesammelt haben mit der Zeit. Und das bleibt auch da. Wir müssen nur finden, wo der Scheiß liegt. Aber ein Schlafsack wäre mein Ziel. Ich hätte mir unsere letzte Folge mal angucken sollen. Ja. Weil dann wüsste ich jetzt, wo wir gestorben sind. Was war denn das gerade? Wir sind hier irgendwo außerhalb gestorben. Wo ich gestorben bin? Nee, der erste Mal gestorben quasi. Also mich hat das Vieh weit zurück. Da leuchtet was. Hier liegen Container, die leuchten grün. Ein Bohrer liegt hier. Ja, den hab ich mal. Den Container habe ich schon gelootet. Achso, dann ich nehme dann alles raus. Ah ja, okay, jetzt ist er weg. Gestorben. Leuchten die grün? Kann das sein? So zeigen die sich an, wo sie rumliegen? Kannst haben, ja. Container, melde dich. Das kommt home, ne? Wo bin ich denn gestorben, du? Du, ich wollte nicht. Du, ist ja... Wie sieht denn das hier aus, Alter? Also pass auf, Vorschlag. Die Viecher kommen. Ja, Vorschlag. Wir brauchen mehr Holz, um die Basis abzusichern, dass uns die Viecher nicht sehen. Wow, das Ding spawnt. Ah ja, ich sehe es. Okay, ich habe meinen Bohrer in der Hand. Ja. Du kriegst aufs Gesicht. Ich krieg aufs Gesicht. Wir auch gleich zu dir überschwingen. Ich wollte dich retten, Fleischhammer. Ja, jetzt bist du selber am... Nee, ich hab Hast dich du gerettet. Gekillt? Ja, ich hab ihn gekillt. Warte mal, ich hau mir mal schnell ein... Oh, rein. Oh, es tut weh, aber es rettet mich. Probier mal hier auf dem. Vielleicht säg die Dinger, wenn ich hier oben stehe. Ich loote mal den jungen Mann hier. Wenn ich hier hochkomme. Wir müssen unbedingt eine Kiste machen. Ich habe schon ganz viele Blueprints auch für Rüstung und wir brauchen Helme und wir müssen. Die schlechteste, ja. Also pass auf, wir machen jetzt erstmal die Basis fertig. Die ist ja schon fast fertig, also, naja, fast fertig ist geprahlt. Hüpf. Ich hole uns jetzt Holz. Ah, ja, komm schon. Ja, ich bin oben drauf. Ich hole jetzt. Was ist hier am Post? Was ist das hier? Irgendjemand hat sein Handy an. Ach, der Minjas. Naja. Bear Grylls sagt immer den höchsten Punkt suchen. Ja, genau. Survive in the forest. Nee. Also, nochmal dazu. Starforge, wir sind jetzt erst in der zweiten Folge. Wobei jetzt in der gleichen Aufnahmesession, ne? Ja. Aber ich bin im Moment begeistert. Auch wenn die Grafik Absolut. Extrem schwierig aussieht. Ja. Wieder zu dir? Nee. Der jagt schon wieder so ein Schwein. Oh. Oh, der Baum, wie der fällt, das klingt gut. Das würde ich mir jetzt echt mal wünschen. Ey, sag mal, um uns herum sind 1, 2, 3, 4. Ich bring den Baum mit zu unserer Basis, er rollt. Ja, ist gut. Ich guck mir das kurz an noch, das Spiel. Ja. Weil du kriegst gleich Besuch. Ernsthaft? Soll ich mich zurückziehen? Nee, doch nicht. Er geht weg tatsächlich. Er geht weg, wenn du leise bleibst. Er kommt auf dich zu. Er geht wieder weg. Ich weiß nicht, ob du hier hoch. Du schaffst es? Ja. Tatsächlich. Du bist leichter als ich, glaube ich. Nee, im wahren Leben nicht. Nimmt sich nichts. Was hat denn hier? Ich habe auch einen Buggy. Du hast auch einen Buggy gelernt? Ja. Cool. Wir müssen einen Buggy bauen. Oh, ich freue mich schon auf Buggy bauen und so ein Kram. Iron Ingot 100, Graphene Ingot 200. Okay, pass auf. Dann bleibe ich mal hier in Sicherheit. Und was ich mir mal craften werde, ist... hast du noch Fasern? Ich habe nur 3 Fasern. Hast du von den gelben Fiber noch? Dass ich mir einen Schlafsack basteln kann? Pass mal auf. Wir legen die Schlafsäcke hier oben auf den Berg.
Die Idee ist nicht die schlechteste, oder? Ne? Kannst du mal kommen, wir interact mit Player. Ach so, meinst du, da kann man nicht jetzt... Nee, ich dachte, man könnte irgendwie handeln miteinander. Nee, ich glaube, probier geht das mal. Wo im bist Inventar? Du denn? Ich bin hinter dir. Boah. Okay, kannst du droppen? Oh, schwierig. Kannst du droppen? Droppen. Die Fiber? Ja, kann ich, natürlich. Drop. Click to drag value. Ah, da liegt jetzt... Oh, das ist ja... Ena, aber ich kann doch bestimmt irgendwie ver... E. Mehrfachen. Ah, jetzt. Einen hast du jetzt. Ach so, ich kann... Ach so, mit Einfach rausziehen wahrscheinlich, oder? Nee, du kannst dir auch die einstellen, wie viel. Wie viel man... Rechte Maus hast du nach rechts oder links ziehen. So, jetzt habe ich nochmal drei gedroppt. Ich komme nur irgendwie... Ah, jetzt. Nee? Moment, nee, irgendwie wahrscheinlich... jetzt gedaddelt. Okay, pass auf, ich mache mir jetzt einen Schlafsack und leg den hier oben ab. Willst du deinen hochholen, nur so aus Sicherheitsgründen? Ja, langfristig schon. Jetzt allerdings gerade nicht. Forge. Okay, 5, Schlafsack. Oh ja, hier oben kann man ablegen, wo es gerade ist. Warte mal, eben habe ich es doch gesehen. Ich würde den gerne so Kommt möglichst... Nee, gut. Doch. Oh Mist. Wir gehen ja den Berg hoch. Nee, der jagt schon wieder so ein Schwein. Wie die anderen Viecher jagen, das ist so süß. Also ich hab süß. Ja. So, ich habe jetzt meinen Schlafsack oben abgelegt. Man braucht relativ viel Abstand, um Sachen zu setzen. Können wir uns auch hier in den Berg von oben nach reinbuddeln? Vielleicht lassen wir das auch einfach. Sicherheit. Aber warte mal, ich probiere mal die Sachen da unten aufzunehmen, oder? Das Holz und die Türen, so ein Kram. Ja, aber jetzt aktuell gerade nicht, weil Warum? Da ist ja noch so ein Viech. Echt? Oh ja. Oh. Oh. Was machen die da? Party an unserer Tür. Könnt ihr unsere Tür mal in Ruhe lassen? Scheuch die mal weg, bitte. Wenn ich die wegscheuche, dann... Lass doch mal hier einen Larry raushängen. Wir brauchen erstmal eine Kiste, oder? Sollen wir hier neben dem Schlafsack auch eine Kiste hinstellen? Dann würde ich erstmal uns eine Kiste craften, damit wir den Kram nicht wieder verlieren. Wartet mal. Moment. Oh, ich rutsche auch runter. Man muss echt aufpassen. Wo ist eine Kiste? Ich habe doch eine Kiste irgendwie... Habe ich nicht die Kiste gesehen? Iron Garage Door. Ich habe hier ein Garagentor aus Eisen. Wahrscheinlich ist das voll der primitive so Scheiß, aber... Buggy mit zu. Ah, hier. Was ist das? Container Wooden. Den craft ich uns. Der kostet uns zwar 25 Holz, aber somit... So, dann mache ich hier 5. 5. 5. Jetzt. Oh. Der Container aus Holz ist, ich nenn's mal groß. Guck mal. Ich hab schön. Aber hier, guck mal, ein richtiger Container. Ich sag mal, ohne Scheiße, erinnert mich gerade ein bisschen an Rust, unsere ersten Zeiten. Ja, cool, oder? Ja, absolut. Open Container. Können wir jetzt hier drin machen? Okay, dann mach ich hier mal was drin. Dann mach ich auch mal. Dann teilen wir mal unseren Scheiß hier auf. Einfach das Fleisch und das Ding. Siehst du, wenn ich das jetzt reinlege? Ja, sofort. Sofort? Sehr geil. Gut, dann funktioniert das. Ressourcen und dit. Und das war's auch. Ein Buggy habe ich gelernt. Wie geil. Passt ja überhaupt, da passt nicht so viel drin, kann es sein? Wieso? Passt nichts mehr? Nee, ist schon voll, ja. Nee. Wenn wir den Dirt rausnehmen. Mach mal. Und dafür aber 33 Eisen drin machen. Okay, Dirt muss rausbleiben. Und was ist jetzt? Titanium-Ingot? Kann ich, haben wir jetzt schon... Oh, ich habe auch Munition gelernt, hier, andere Ammo. Wir werden Imba und wir werden uns rechnen an den Viechern. Imba. Ja, imbalanced, gut. Okay. Willst du deinen Schlafsack holen? Komm, wir gucken, was unten los ist und dann, weil es wird schon wieder dunkel und ich würde... Schon wieder. Ja, ja. Also, ich habe ja Sulfur darin gelegt, willst du eine Lampe machen? Ich geh da aber alleine runter. Ja, dann geh du mal und versuch mal gleich die Tür und den ganzen Rahmen aufzunehmen. Dann machen wir uns hier ein Dach drüber über den Berg. Das ist aber ich schwierig. Kann nur hold oder kann ich mit Kude trotzdem wegnehmen? Ja, probier mal. Oder geht's nicht, so muss ich da runter. Ja, ich kann noch nicht mal die Secure Settings aufmachen mit E. Okay, dann muss. Aua! Wirst du angegriffen? Nein, die Tür ist zu hier. Warte, dann komme ich runter. Ich bin jetzt ja ich habe ein Bett gelegt und Dings, jetzt komme ich, es regnet auch schon wieder. Also wir müssen auf jeden Fall ein cooles Spiel soweit. Ich bin voll gegen ob die... Ob man irgendwie ein Feuer machen kann oder so? Warte mal, wie kann man das denn aufnehmen? Theoretisch immer mit Q, ne? Im Moment habe ich noch keine... Jetzt. Im Moment habe ich noch keine Sicht für die Blöcke. Ich kann es angreifen, aber nee. Also, ich muss dir leider sagen, ich kann nur in die Security-Settings gehen. Das geht. Ja, dann ist das ja jetzt. Die baut ja man ab. Ich dachte mit Q. Wir machen da noch weiter. War da nicht mal Q was mit aufnehmen? Ja, war. Dann müsste es aber da stehen. Ja, es steht aber nicht da. Aber lange halten. Gut, das ist unser erstes Mal. Dann lass uns noch schnell Dings abbauen. Holz abbauen. Kann man den Beacon, kannst du den nicht da oben hin positionieren? Ja,
Aber okay. Wenn wir doch jetzt... Nein, aber es ist doch gleich Nacht. Verstehst du, was ich meine? Ja, okay. Okay, ich nehme den... Ich hole noch ein bisschen Holz. Den biegen noch in der Tasche, ja, tatsächlich. Nee, der steht doch hier unten. Ach, das Ding. Nee, ich meine... Ja, das ist doch unsere Schutzmauer. Ach, das hilft uns doch. Da hinten ist ein Container. Hier leuchtet was. Hier ist ein Container, es leuchtet. Und? Oh, voll. Echt jetzt? Absolut, das ist der Kram, den ich verloren habe. Das ist der Kram. Auch wieder Heilpakete und Erze und Blueprints und schwierig. Hammer. Auf jeden Fall okay, habe ich jetzt schon einen vierten Bohrer, das ist auch wichtig, falls der alte mal kaputt geht. Nicht, dass du wieder wie, oh, cool. Jetzt ich weiß nicht, ob die Zuschauer jetzt denken, wir würden durchdrehen oder sowas. Na gut, die Zuschauer gucken auch Minecraft, also. Ja, nee, also wir müssten auch verstehen. Haben wir einen Heimatbeacon gesetzt? Nein. Gut. Gibt's noch einen? Oh. Nee, wir haben noch keinen, oder, im Moment? Nee. Lass uns mal zusammen hier den Baum klein machen. Oder? Ja. Überrolle ich dich damit? Nee. Alles gut. Das ist noch cooler als bei The Forest, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass er sich so schön zerteilen lässt. Ja, und vor allen Dingen auch so, weißt du, einmal in einer richtig schönen Animation fällt. Die Geräusche hat es zwar gerade nicht, aber. Aber jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Noch einen? Nee, es wird langsam zu dunkel, gell? Obwohl, hier ist ein Baum direkt nebenan, oder? Der ist im Berg drin. Wie verhakt denn? Warte mal. Warte mal, der ist doch hier im... Berg, ich hab 29 Holz. Okay, komm. Ist okay, komm. Wir gehen jetzt da hoch. Wir versuchen, ein Lichtchen zu craften, um... Wie bist du da hochgekommen? Auf jeden Fall von der anderen Seite. Und ich muss was essen, warte mal. Okay. Ich hab mir mal schnell zwei Dinger rein und dann... Anlauf. Wir müssen auf jeden Fall eine Treppe bauen. Ich habe schon gesehen, es gibt Treppen. Und wir müssen das oben hier... Ja, ich bin da. Wir müssen das begradigen. Ich schaffe, komm. Hast du deinen Schlafsack mit? Ach, Mist. Nee, den Hack in der Tasche. Okay. So, Open Container und jetzt packe ich nochmal von den Ärzten rein. Ich gucke, da passt noch ein bisschen was rein. Das müssen wir mehrere Kisten machen. Nee, Holz passt nicht. Was ist denn das hier? Das passt. Das passt nicht. Fasern, Fleisch. Ah, man kann anscheinend nicht alles reinpacken. Ach, meinst du, man kann nicht alles reinpacken? Nee, im Moment sieht's aus, als wäre der Mist voll. Oder warte mal, liegt's vielleicht an der Anzahl der Gegenstände? Nee, ich glaube, guck mal, ich hab bei ich 33 den, mal, ich Iron. Ich nehme mal den Einer raus und leg mal den 12er rein. Ja, das ist es. Das sind die Anzahl der Gegenstände. Das begrenzt das Ding. Ah, okay. Ach so, meinst du? Ja, ja. Ja, stimmt. Es sind sechs Gegenstände, die in so eine Kiste passen. Daran liegt das. So, pass auf, wir wollen eine Lampe machen, damit wir hier was sehen, gell? Richtig. Du könntest den Beacon schon mal aufstellen, der uns beschützt. Also, vermeintlich beschützt. Na gut, wenn du das sagst, dann werde ich das Ding mal hier aufstellen. Ey, das ist ewig viel jetzt schon im Inventar. Wo ist denn hier... Wo ist was? Wo ist denn die scheiß Lampe? Kannst du was? Warlight. Also, ein Sulfur und 15 Sand. Ich glaube... Mit dem Sand wird schwierig. Ja? 15 Sand? Dirt. Können wir nicht aus... Ah, bitter. Nee, geht nicht. Kann man nicht aus Dirt Sand machen? Forge. Moment, was Sand. Ist denn das da oben überhaupt? Siehst du das oben rechts, dieses Powersuit? Achso, das ist unsere Klamotten dann. Ja, stimmt. Wir brauchen Sand. Du kannst aus Fibers machen, ja. Sulfur habe ich. Also, ja. Also, prinzipiell haben wir die Materialien... Was ist das? Forging oder so? Also. Forging Terminal? Ja, das ist oben. Clay und Dark Sulfur. Oh, 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 oh. Dunkle Dark Materie. Können wir ja auch produzieren. geil. Wie Nibbler. Es ist schon extrem dunkel und wir haben immer noch keinen Sand. Das heißt, wir müssen uns am nächsten Tag auf jeden Fall auf den Weg machen und Sand holen. Was können wir denn jetzt machen? Warte mal, kann ich dich mit. So, aber das ist natürlich nicht viel Beleuchtung, wa? Nee. Aber ich werde mal den Beacon setzen, oder? Weil wir haben ja keinen. Ja, mach ruhig. Wisst aber nicht, ob der... Nein. Der weg. Deiner ist lila. Nee, also... Der ist, glaube ich, runtergefallen, aber ist mir scheißegal. Wir wissen ja, dass wir auf dem Berg wohnen. Oder ist der für dich blau? Nee, der ist lila. Gut.
Naja, passt ja zu dir. So. Oh, ich habe dich leider nicht getroffen. Dieses Geräusch erstmal. Aber zum Beispiel jetzt aus den 33 Iron. Ja. Ingot. Nee, nicht Ingot, sondern Iron Ore. Also ich habe was gelesen, oder in dem Display hat er gesagt, dass man da was draus basteln könnte. Wenn man mindestens 3 Eisen Ore hätte, können wir das nächst höherwertige machen. Eben. Wie? Wahrscheinlich nur mit dem, was ist das hier? Forging Terminal. Mit Forging? Ah, jetzt bin ich in der Kiste drin. Forging Terminal, da brauchen wir 25 Sand und 55 Steel Ingots. Wie kommen wir denn an Steel Ingots? Das ist für mich noch eine große Frage. Muss man die finden oder kann die irgendwas Ohr auch schmelzen? Ich meine, das wäre der logische Schritt. Wäre der logische Schritt. Steel. Ich leg mal in die Kiste. Iron Ore und guck mal, in die Öl. Kiste habe ich noch ein Rezept gelegt. Vielleicht hast du das ja noch nicht. Ja. Ja, Öl ist irgendwas schwarz im Boden, habe ich schon gehört. Aber dass das hier immer ständig Nacht wird und so Nacht wird, dass man hier wirklich nichts mehr sieht, außer dem Fleischhammer-Logo und einem roten Beacon. Wall-Light. Und hier die überall diese Glühwürmchen um uns rum und unseren mega lila Strahl. Schwierig. Aber ich meine, wir sind zumindest einen Schritt weiter, oder? Ja. Also wir sind einen Schritt weiter dahingehend, dass wir jetzt beide... Hast du deinen Schlafsack abgelegt? Ja. Wo? Ah, da hinten bei dem Beacon sehe ich es, okay. Ja. Warte mal, ich nehme mal hier das Ding in die Hand, dann haben wir wenigstens ein bisschen schemenhaft Licht. Sieht aus wie so ein Höhlenmensch. Voll die schlechte Haltung, wie im wahren Leben. What the fuck? Ja. Du warst schon wieder im Dunkeln, jetzt ist wieder so schemenhaft. Mach du auch die 3. Mach die 3 und dann haben wir ein bisschen was an Licht. Ich habe 3 Stück von denen übrigens, von den Beacons. Gerade durch die massiven Tode. Und dein Rücken, dein Rücken leuchtet auch in Rot. Guck mal, meine auch. Guck mal, mein Rücken. Dude, was steht auf meinem Rücken? Sweet! Was steht auf meinem Rücken? Dude, was steht auf meinem Rücken? Ja gut, das kann man jetzt eben. Sweet! Nee, sweet, sagt er, glaube ich. Ja, ja. Sweet. 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 Und man kann das Bett auch mit Security Settings, das ist ja geil. Der darf ja nur du drin schlafen. Mhm. Was kann ich aus Wood machen? Wenn man uns nochmal Wood machen kann. Wood? Ach so, also Wood, den Wood Block, das ist diese, die ich da unten gesetzt habe. Dann eine Wood Ramp und Wood Stairs. And I will to prefer that we need some stairs to coming up here easily. Ah, stairs, but the Viecher uses also the stairs. Yes. Don't you? No? I think so. Wie viel von den roten Spritzen hast du und wie viel hast du von den grünen? Von den grünen halt 11 und von den roten halt 4. Ich habe 7 und 18. Das heißt, ja, ich gebe dir mal locker mal 4 ab und nochmal 2, dann 6. Eine kriegst du noch, eine rote. Damit lege ich mal in die Kiste, dann nehme ich mal irgendwas anderes raus. Ja. Hast du den Blueprint? Nein, lass dich mal da. Ich nehme mal hier Fleisch und Eisen raus und dann splitte ich dir mal Split. Einer. Was einen macht der von denen hier? Und wie hast du das gemacht, dass er mit der Maus? Was hast du gesagt? Komm mal, mein Mannequin, Mann. Jetzt hat er 18. Der steht die Pizza. Ja. Guck mal. Warte mal, ich weiß nicht, warum du lachst. Weil siehst du, steht bei dir auch so, ich sag mal, mit den Füßen so am Felsen. Ja, mit dem Körper weiter zurück. Her. Ach so, nee, bei mir nicht. Deine Hüfte juckelt so vorn zurück. Was machst du mit dem Felsen? Hier, wie hast du es gemacht, dass du die Anzahl der Dinger gesplittet hast, die du am Boden ablegst? Rechte Maustaste. Ach so, rechte Maustaste halten und dann nach rechts oder links halt. Da kommt so ein Pfeilsymbol dann auf Split. Ah. Also rechte Maustaste auf das Ding, halten und dann? Jetzt habe ich das Ding in der Hand. Nee, wie? Passiert nicht. Jetzt habe ich die 18 im Container. Wie geht das? Nee, anders. Also erstmal rechts, Split. Nee, du machst rechts. Click and drag to change. Genau. Ich sehe es, alles klar. So, warte mal, was wollte ich dir geben? 4. Alles klar, ich hab's. Warum geht er denn immer so schnell? Ich halte die rechte Maustaste alles fest. So. Okay. Jetzt kannst du an die Kiste gehen und kannst mal die Blueprint lernen und dir diese Energiestäbchen rausholen. Vielleicht soll. Oh, hinter uns kommt Vieh! Der kommt. Okay, ist wieder ein Berg runter. Ruhig bleiben. Wir müssen unsere Basis sichern. Es regnet schon wieder. Es ist dunkel und die Zuschauer sind gelangweilt, weil sie nur Schwarzbild sehen und 2 Nackte, die am Berg juckeln. Gut, also wir sind sicher. In der nächsten Folge seht ihr, wie wir weiterkommen. Hoffentlich. Und unsere Basis ausbauen. Hattest du von den roten 18? Was? Von den roten Spritzen? Ne, 6 Stück habe ich jetzt in der Tasche. Ach so, ja, gut. Okay, nichts gesagt. Und 14 grüne habe ich jetzt. Okay.
dann passt das alt. Aber ich fresse mich jetzt auch mal voll mit den Grünen, bevor ich hier die Aufnahme... Ah, good idea. Zwei? Wieso kann ich die nicht auswählen? Ah, weil ich nicht mehr oben im Ich hab die nicht mehr in der Leiste. Ihr gibt's mir jetzt richtig. Ja? Komm, richtig voll futtern. Okay, ich bin voll. Na gut, ihr Lieben, wir sind am Ende einer Folge. Schon wieder viel zu lange. Ihr wollt ja das gar nicht sehen, wie wir im Dunkeln stehen und uns unterhalten beim Regen. I know. Aber wir sehen uns zur nächsten Folge von Starforge wieder, wenn wir versuchen, unsere Basis weiter auszubauen. Also, so sei es. Dann bis morgen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.